Und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Liberation. Ja, wir sind hier stehen geblieben letztes Mal, in den Wald hier. Und wir machen jetzt hier auch weiter. Das Spiel dürfte jetzt endlich mal ein bisschen flüssiger laufen. Falls ihr mal ein bisschen so wirklich hingeguckt habt, dann hat das ein bisschen rumgehangen. Ich habe einfach mal die Grafikeinstellung und so eine komische 3D-Einstellung rausgemacht. Wurde halt empfohlen. Ich weiß auch nicht, was hier, warum hier eine 3D-Einstellung drin ist. Und seitdem läuft es flüssig, finde ich. Halt. Beim Quatschen bin ich gerade vorbeigelaufen, wo ich hier was machen hätte sollen. So, Adlerauge aktivieren. Was ist denn das? Was ist denn das? Zweiten Hinweis gefunden. Okay. Nicht da rein. Nicht ins Wasser. Da verzichte ich drauf, Leute. So. Komme ich jetzt darüber ohne irgendwie. Springst du mal? Ich hoffe, das Vieh kommt jetzt nicht. So, das ist der zweite Hinweis. Jetzt kommt der dritte Hinweis. Komme ich darüber? Da hoch. Das Wasser laufe ich nicht. Ich habe da vorhin ein Krokodil gesehen. Ich verzichte auf einen Kampf gegen ein Krokodil. Was ist denn das? Was ist denn das dort? Irgend so ein Geisterding. Können wir ja mal dann hinhüpfen, wenn ich hier fertig bin. Mal schauen, was das dann ist. Da oben. Und jetzt haben wir auch das letzte. Hoppala. So, mit Agathe treffen. Agathe ist dort. Aber ich will gucken, was das da hinten ist. Die Neugier hat mich geweckt. Falls es jetzt noch da ist. Kam ich jetzt. Nein, 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 nein. Oh, nicht ins Wasser, Mann. Nicht ins Wasser. Da hinten. Da müssen wir irgendwie hin. Da bin ich ja doch neugierig. Okay, wir müssen jetzt. Scheiß drauf. So, was ist denn hier? Ja, das ist nur so Laden, ich glaub's ja nicht. Ich dachte, wir kriegen jetzt hier was Ordentliches. Toll, wie komme ich jetzt wieder darüber? Glaub mal, ja, darüber. Ja, was mache ich denn hier? So. War das jetzt hier? Ja, das war hier. Alles klar, dann sind wir wieder auf dem Weg. So. Wen treffen wir uns jetzt? Agathe. Das ist dann wohl Agathe. Was geht ab, Agathe? Agathe, du schreibst von einem Feind? Okay, Agathe. Ja. Tief im Bayou will ein gefährlicher Betrüger Wurzeln schlagen. Er nennt sich selbst François Macondal. Er war mein Mentor. Der Anführer. Der Priester und Bruder. Dessen Kampf ich mein Leben widmete.
Er fand den Tod durch das Feuer. Ich konnte es nicht verhindern. Wer der Blender ist und mit wem er im Bunde steht, das musst du herausfinden. Doch erst Vorbereitung. François Macondal war ein Fachmann für Gifte. Dieses Blasrohr gehörte ihm. Eine feine Waffe. Ein einziger Pfeil, selbst aus großer Distanz, fällt einen Mann. Nutze dies zu deinem Vorteil, falls du dich heimlich annäherst. Eine neue Waffe. Nicht schlecht. Er drücken und halten, um das Waffenrad zu öffnen und mit... Nee, ich will... Was? Das hier. Q halten. Und dann zielen. Hä? Nochmal. Q gedrückt halten, um mit einer Distanzwaffe zu zielen. E drücken, um den Zielvorgang abzubrechen. Hä? Ist ja das Schießen? Ah, jetzt, okay. Baum in der Nähe erklimmen. Das Blasrohr, das ist echt geil. Habe ich auch sehr oft in Assassin's Creed Black Flag benutzt. Ziemlich nützlich, das Ding. Zack. In den Heuhaufen springen. Was sind das jetzt? Ein Training oder was? Ein Ziel mit Giftpfeil treffen. Piu. Was ein Training. Okay, wo ist denn der Typ jetzt? Da hoch. Wie komme ich jetzt da hoch? Ach, da drüben. Mann, oh Mann. Stell ich mich heute doof an. So, wo ist er denn? Agathe. Da oben. Agathe. Ah, hier ist er. Was geht ab? Oh, ja, ich kletter wieder nach unten. Der falsche Macondal sammelt Anhänger. Sie versuchen, die Schmuggeloperationen im Bayou zu übernehmen. Wer weiß, was sie damit finanzieren wollen. Es gibt eine Schmugglerin, eine Frau namens Elise Lafleur. Sie kennt jedes Loch und jede Windung der Sümpfe. Vielleicht kannst du sie überreden, dir zu helfen. Ich kann sie bestimmt motivieren. Gut. Sobald du Macondal findest, benutze die Pfeile aus der Distanz. Doch bedenke, um die Mission zu beenden, musst du direktere Mittel einsetzen. Ja, das werde ich machen. So, wir haben aber hier oben noch einen Adler. Was ist das für ein Geräusch? Wie komme ich denn da hoch? Rüber? Wenn das nicht schief geht. Wie komme ich denn da hoch? Ich möchte den Adler gerne so. Ah, okay. Ich weiß zwar nicht wie, aber egal. Ich wollte hier hin. So, kann ich jetzt hier synchronisieren? Nein. Geht es noch höher? Ja. Gott, was ist das für ein Riesenbaum? So, jetzt aber. Synchronisieren, geht doch. Überspringen, geht das? Nö. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal die Karte in Sicht. So, und darüber müssen wir...
Na dann sprinten wir mal geschwind los. Und am besten über die Bäume, damit uns nichts im Weg kommt. So. Wohin müssen wir denn? Zum Unterschlupf der Schmuggler gehen. Ach, das ist schon wieder ein Feind. Den wünsche ich mir so. Was geht ab? Zack. Komm ich? Ne, komm ich nicht. So. Okay, ich glaube, hier müssen wir dann ein bisschen verdeckt vorgehen. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr gebt den Fluss auf. Oder wir nehmen ihn uns. Oder ihr leidet, bevor ihr sterbt. Drei Möglichkeiten also. Ihr wollt mir drohen? Ihr Brackwasserparasiten habt ihr nicht mehr zu melden als die Mistkäfer. Ihr hört besser auf die Lady. Wir sind in der Überzahl. Sieh dich um, alter Mann. Deine Lakaien fliehen beim ersten Anzeichen von Ärger. Ei, aber diese Lady allein könnte es mit einer Armee aufnehmen. Und der Sumpf ist auch nicht euer Freund. Meh. Oh, fuck. So. Warum läuft es hier auf Zeit? Ziele töten. Eins. Nein, bleib da oben. Oh shit. Ich glaube, das war jetzt Fail, oder? Ne, doch nicht. So, den muss ich töten. Krieg ich den mit einem Blasrohr? Ne, kann ich nicht anvisieren. Shit. Und jetzt? Immer noch nicht. Jetzt aber. Und den. Was? Hä? Was war das denn jetzt? Egal, er ist tot. Jetzt haben wir noch den letzten. Wo ist er denn? Den holen wir mit der Klinge. Nein, 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 nein. Bleib oh. Sofort stehen. Ah, ich. Wo ist sie hin? Ich bin hier. Ah, das war jetzt aber selten dämlich, Leute. Ach, herrje. Dazu sag ich so, oh, dazu sag ich jetzt nichts, ey. Oh, wir müssen helfen, wir müssen helfen. So. So. Dann nehmen wir den ja auch noch. Und dann den letzten. Wer zum Teufel bist du? Zeigt das ihr so eure Dankbarkeit? Ich bin kein Feind, wenn ihr das fürchtet. Ich fürchte nichts. Mein Name ist Aveline. Ich suche den Anführer dieser Männer. Er nennt sich selbst François Macandal. Du suchst ihn? Was willst du? Ihn erlösen. Ah! Eine Frau ganz nach meinem Geschmack. Ich heiße Roussillon. Meine Komplizin ist Elise. Obwohl man ihr schon andere Namen gab. Helft mir, ihren Stützpunkt zu finden. Niemand kennt diese Gewässer so wie ihr. Im Gegenzug stelle ich das Gebiet wieder unter eure Kontrolle. Wir haben Jahre der Arbeit in dieses Lager gesteckt. Wozu würden wir deine Hilfe brauchen? Vier Gründe liegen dort. Wollt ihr eure Waren nicht ungehindert transportieren? Wenn du glaubst, da wäre nur ein Stützpunkt, brauchst du mich wirklich. Die Kerle sind überall, wie das Sumpfgas. Dann sind wir einig. Elise hilft dir, die Taugenichtse zu finden. Okay.
Dann haben wir wohl in der nächsten Folge eine Mission mit Elise. Schauen wir mal, wie die ausgeht. Und ich mache jetzt erstmal wieder einen kleinen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich sage jetzt ciao.